bin der Vincent, ich bin 19 Jahre alt und fahre Skateboard. Ich habe damals mit einem Kumpel angefangen, Fingerboard zu fahren. Und dann wollten wir das irgendwann mal in echt ausprobieren. Und dann haben wir wirklich da hinten im hinteren Garten auf der Wiese angefangen zu lernen, also Olli zu machen. Und durch Zufall haben wir dann hier in der Nähe in der Straße auch einen Skater gesehen, das war der Moritz. Und ab da waren wir quasi immer jeden Tag in dieser Straße dann. Und so hat es dann angefangen. Ups. Alles fein. Das kommt aber nicht rein. Ja, wir fahren jetzt zum Landpark. Wir fahren jetzt zum Landpark skaten erstmal und dann gucken wir noch, ob wir danach vielleicht noch woanders hinfahren. Ja. Ui. Das sind auch die Skater-Homies. Aber. Ja. Aber was mich so richtig am Skaten so beeindruckt und auch der Grund ist, warum ich halt dran geblieben bin, ist, dass wenn du einen neuen Trick lernst, dann kann das mal sein, dass du den schnell lernst, aber es kann auch mal sein, dass du 2 Wochen, einen Monat dafür brauchst. Aber wenn du den Trick dann schaffst und der Moment danach, und dann hast du so, bist du voll im, hast du richtig krank Adrenalin, aber hast so richtig kranke Glücksgefühle. Und das ist, glaube ich, das, was mich so am Skaten gehalten hat. Digga, es ist einfach keiner hier, Junge. Einfach nur Ole. Uff, Digga. Es geht ab. Alles gut? Ja, ja. Sehr schön. Los geht's, Digga. Ist mal ein bisschen aufwärmen, oder? Ole immer der Fleißige. Ole lernt immer. Ole ist immer gut. Sollen wir 3 Buchstaben Skate spielen? Zum Aufwärmen. Ich habe gewonnen. S für ihn. Ja. Boah. Oh. Ja, SK. Komm, einen hast du noch. Oh. Schade, Bro. Ja, dann. Sollen wir jetzt einfach ein paar Tricks machen? Du filmst ein bisschen. Yeah. Hey. Was geht? Alles lange gut bei dir? Ich habe dich gesehen, du bist groß geworden. Ja, ich bin gewachsen. Läuft mir bei dir? Gut? Auch alles gut, ich habe jetzt Schule fertig, Digga. Nice. Ja. Ich habe schon so lange nicht geskatet, weil ich kann nicht mehr nichts machen. Alles vielleicht gut. Kann ich ein paar Blunts da machen. Ja, mach gleich mal einen Blunt, Digga, das wäre chillig. Boah! Ach, Mann! Der war sketchy, aber ich nehme den. Geht ab, Digga. Ich bin schon mal mit dir. Ja, hier, guck mal, ich bin mic'd up. Mauer ist mein Leibgericht, Alter. Digga, diese Mamba
Ich schwöre, nee, Mauern, Digga, Mauern ist Killer. Mauern muss. Was echt? Frühstück, Mauern. Willst du Mauern, Digga? Nee, Bro, danke. Ich esse dich gerade für dieses Kram. Bleh. Willst du Mauern? Schmeiß mal. Nice, Digga. Fang mal. Hier, Digga, ich hab mich behindert gedacht. Zeig mal. Upsi! Viele Leute sagen immer so, ja, sie haben Bock zu skaten. Und dann kommt aber so, ja, ich bin zu dumm dafür. Oder es ist mir peinlich, ins Skatepark zu gehen. Und das finde ich ist völlig falsch. So den Gedanken hatte ich auch am Anfang, aber er ist ganz schnell verflogen. Weil wenn du ins Skatepark gehst und an sich offen bist, neue Leute kennenzulernen, dann bist du in 5 Minuten mit Leuten connected. Sollen wir böse sein heute? Sollen wir böse sein? Komm, wir sind böse. Was ich auch echt toll finde am Skaten ist, dass du, egal wo du bist, du lernst immer jemanden kennen. Immer. Also ich habe durch Skaten schon so viele Leute kennengelernt. Ich habe zum Beispiel in Berlin habe ich einen Kumpel, zu dem immer kann ich immer gehen. In Mailand. Alles Gute, Digga. Du lernst generell überall Leute kennen in Skateparks, weil meiner Meinung nach sind Skater auch voll offene Menschen. Das ist auch echt was Cooles, weil du halt irgendwie so connected bist. Und was ich auch immer gut finde, wenn ich jetzt einen Skater sehe, irgendwo in der Bahn, man grüßt sich einfach, weil du halt ein Skateboard in der Hand hast. Man sagt sich Hallo, man sagt sich Tschüss, auch wenn man sich nicht kennt. Aber das finde ich halt voll geil. Und das ist immer so, egal in welchem Land du bist. Hast ein Skateboard in der Hand, was geht. Das ist geil. Ja. Jackie hat heute Geburtstag. Jetzt macht er den schönsten Kickflip in Köln, weil er kann den schönsten Kickflip in Köln. Boah, sketchy, Digga. Lass alle Skate spielen. Ey, spielt die mit? Ole, Jackie, spielt die mit? Alle. Ja, okay. Ja, wir spielen jetzt alle Skate mit 9 Leuten oder so. Ja, Mann. Wir machen jetzt Boardwerfen. Boardwerfen. Ja, okay. Wir beide gehen schon mal raus. Alter! Ui, zweiter. Jetzt kommt mein Hasstrick, Kickflip. Flip. Yeah! Bruh, Digga! Ja! Eins gegen eins. Yes. Yeah. Ja, der zählt. Ich lass ihn, ich lass ihn. Zählt er? Nolli, ne? Ja. Dich. Weg. Gewonnen. Ich muss kurz einen Sprachnachricht machen. Ich bin so am Ölen, kannst dir gar nicht vorstellen. So crazy. Ich muss gucken wegen meinem Fuß. Das Switchflip ist runter irgendwo mal ein bisschen abgepackt. Wegen hier Bänder, weißt du. Deswegen trage ich auch immer diesen Strumpf, weil der Fuß so labbelig ist. Da hinten noch mal was Neues probieren. Big trick. Ja, Mann, Digga. Das ist auch ganz cool. Ich finde so, wenn du zum Skatepark gehst, dann hat jeder so seinen eigenen Look, seinen Style, seine Tattoos. Und ich finde, die meisten Skater sind auch ziemlich kreativ im Kopf. Also wenn du so, ich kenne total viele Skater, die gerne malen, die gerne irgendwie
was in Richtung Mode machen oder auch im Kunstbereich voll halt unterwegs sind. Musik machen, das ist alles dabei. Skater sind kreative Köpfe. Ja. Manchmal muss man sich auch bräunen, Digga. Manchmal muss man sich ein paar Pausen gönnen, Digga. Ein bisschen bräunen, ein bisschen Sonne genießen. Kein Kommentar. Ole heute Adonis. Yo! Ui! Oh, Ole! Fuck! Hallo Mann. Jetzt geht's auf Brücke. Chill mir da oben ein bisschen. Gigolo. Aber glaub mir, das ist. Hä? Ich bin kein Fuckboy, ich bin ein Gigolo. Du bist voll der Fuckboy. Ja, ich bin ja auch in einem Monat in Barcelona. Ich mache dann ein freiwilliges soziales Jahr. Zum einen auch, um einfach mal hier wegzukommen, auch wegen Corona und so. Aber zum anderen einfach mal selber was zu machen und natürlich auch wegen Skaten. Weil Barcelona ist ja so die Hauptstadt der Skater, sagt man ja so. Da gehen ja alle oder ganz viele Skater aus aller Welt hin. Und denke ich auch, das kann auch nochmal ganz, ganz nice sein. Viele tolle Leute kennenlernen da. Ja. Ja, lass mal Kippchen rauchen. Achtung, Fahrer. This is Ole, this is Marvin and this is Colonia. The city we all love. Plan ist jetzt, wir fahren jetzt noch zum Clodi und trinken da noch irgendwas Leckeres. Und chillen da ein bisschen. Ja, ja Mann. Hast du noch? Nuts. Hast du zweimal oder hast du einmal wieder gelöscht? Ich fahr einfach über Rot, Digga. Ich fahr jetzt. Ja, denkst du, du kannst mir noch mal was ausgeben? Ja. Ich schick dir das aber ja per PayPal. Ja! Heute auf Oles Nacken. Sie dürfen ruhig, wir warten nur. Miau. Balu? Balu? Weil ich will es eigentlich so lange haben, bis es durch ist. Dieses Bricht. Oh nein. Dann brecht es. Das ist ja schon so voll angekettet hier. Dreh drauf. Nein. Spaß, nein. Don't do it, man. Kannst du jetzt zusammen? Ja. Putzchen. Alter, wie. Ole war einfach Adonis die ganze Zeit, Digga. Schönster Junge in Köln. Adonis. Ole war nur Deko, Junge. Ole ist auch Gigolo. Ja, so endet der Tag heute. Chillig im Park. Mit den Besties. Nachher wird noch Pascha. Ja, Mann. Nachher wird noch gesoffen, Digga. Turn up.